Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute mal völlig anders. Normalerweise stehe ich hier, Auto hinter mir und ich erzähle euch, was ich weiß. Heute weiß ich gar nichts. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Geht heute um den C4 und den C3 Aircross. Der Raffit ist heute dabei. Hallo. Und wir lernen die Autos heute einfach kennen. Wie gesagt, ich bin nicht gefahren, ich habe die Dinger nicht angeguckt, ich weiß gar nichts. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Die Fahrzeuge sind nicht genau die, die ihr bei uns bekommt. Der C3 Aircross zum Beispiel ist in der Ausstattung nahezu identisch. Das Getriebe ist aber ein anderes, ein Handschalter. Wir bieten Automatik an, genauso wie wir 110 PS haben. Und sonst bieten wir 130 PS an. Beim C4 ist die Ausstattung, die wir hier haben, ein bisschen schlechter als die, die wir anbieten. Haben aber den richtigen Motor und das richtige Getriebe, 130 PS Automatik. Ein Schlüssel hier, ein Schlüssel da. Linke oder rechte Hand? Deine rechte. C4. Wir starten mit dem C4. Was man direkt sagen kann, ich glaube, was auch jedem klar ist, wir sind extrem extrovertiert, was das Design angeht. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Design, was jedem gefällt, aber ganz ehrlich, ich finde das gut. Oh, verliebt! Ich habe mich auch am Anfang schwer getan, habe gesagt, oh, ich habe die auf Bildern gesehen und dachte, oh, schwierig, weiß ich nicht. Und jetzt steht er hier, jetzt muss ich sagen, gefällt er mir sogar ziemlich gut. Der wird nicht jedem gefallen und das ist auch voll okay. Es ist kein Auto für die breite Masse, wo jeder sagt, wow, schönes Auto. Aber die haben tatsächlich was. Ich finde zum Beispiel die Front beim C4. Wir haben ja hier die Tagfahrlichter drin. Das finde ich cool gemacht. Dann haben wir hier die Hauptscheinwerfer. Erinnert mich so ein bisschen an Hyundai Kona. Da hat Hyundai das auch gemacht. Hier oben die Tagfahrleuchte und hier den Hauptscheinwerfer quasi als Unterelement, da man den ja eigentlich hier erwartet. Übrigens, wenn wir an der Seite sind, ihr seht das schon. Vielen, vielen Dank an die Emilfrei NRW Garage. Die haben uns nämlich die Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. Die müssen wir übrigens am Montag wieder zurückbringen. Was mir vorhin schon aufgefallen ist, wenn wir nach hinten gehen, als ich den eben hier runtergefahren bin, wir haben hier eine geteilte Scheibe durch diesen Spoiler im Endeffekt. Also du kannst hier durchgucken und hier durchgucken. Der ist dann so ein bisschen im Weg, wenn du guckst. Und ein Problem tatsächlich bei dem Auto ist, du hast keinen Heckscheibenwischer. Da geht ja mal gar nicht, ey. Die ist jetzt zum Beispiel ein bisschen dreckig. Bin vorhin damit ja gefahren, habe hinten rausgeguckt und relativ wenig gesehen. Inwiefern ist das ein Problem, dass man den Schnee nicht einfach wegwischen kann? Zum Beispiel, du hast jetzt halt hier ja, Staub und Dreck halt irgendwie und den kriegst du halt einfach nicht weg. Okay, da das heißt, Schmutz ist auch nochmal ein Hochdruckreiniger Faktor. Müssen wir, ja, auf jeden Fall. Müssen wir mit einem Hochdruckreiniger drüber. Ich finde den Spoiler tatsächlich ein ganz cooles Element. Der hat jetzt hier keine Funktion, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass du hier sagst, du hast hier mehr Anpressdruck. Ich finde es ein ganz cooles Element. Mhm. Auch das ist natürlich wieder was anderes und das, was ich gerade meinte. Du hast das halt sonst nicht. Das ist das Extrovertierte, was du meintest. Der genau. Sieht halt sehr sportlich, sehr modern aus. Auch die Heckleuchten zum Beispiel. Ich guck dir mal die Heckleuchte an. Das hast du halt sonst einfach bei anderen Fahrzeugen nicht. Ich glaube, das sind Autos. Entweder findest du die scheiße oder du feierst die unnormal ab. Mhm. Dazu muss man sich ja manchmal ein bisschen mit den Autos beschäftigen. Ja, im Endeffekt kannst du dir das bestellen bei uns, fährst das ein Jahr und wenn du sagst mega, dann bestellst du halt noch einen. Wenn du sagst, boah, war nichts für mich, dann gibst du halt wieder ab. Ich kann nur sagen, auf Bildern kommen die Autos gar nicht so rüber, wie sie denn in Natura dann aussehen. Ich finde zum Beispiel auch das Element. Das ist jetzt zu, ne? Also das ist nicht offen. Aber ich finde es einfach mega gut. Räder sind tatsächlich sehr cool. Jetzt müsste ich gucken, wie groß die sind und ob wir die auch so anbieten. Das sind 18 Zoll. Ich glaube tatsächlich ja. Ich glaube, bei uns kriegt ihr 18 Zoll, ja. Wie gesagt, ich bin nicht vorbereitet. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe aber einen Zettel drin. Warte. Ah, nee, habe ich nicht. Habe ich nicht, ich habe gelogen. Lügen darf man nicht sagen. Ich mache nachher einfach eine Konfi fertig. Von beiden Autos, wie wir die anbieten, und packen die dann in die Beschreibung. Das ist ja, es geht auch so ein bisschen Richtung SUV, ne? Ich sag ja im SUV. Gehen wir mal hier durch? Nee. Du lachst immer, wenn ich sage Plastikbepackung. Ja. Aber es ist tatsächlich so, das hast du halt hier auch, ne? Geht ja, der ist ja einfach höher, fällt ja schon in die Gruppe SUV. Und ich finde am besten einfach, ist die Front. Die Front ist am besten gelungen. Das Heck ist cool und anders vor allem. Aber die Front ist cool. Mir gefällt persönlich das Heck besser, muss ich sagen, ja. Okay, krass, ja. Ich kann nicht sagen, warum genau, aber vom Bauchgefühl gefällt mir das Heck besser. Ich bin voll bei der Front. Die sind sich ja, also du erkennst ja Elemente, die identisch sind, ne? Mhm. Also Thema Scheinwerfer zum Beispiel. Wobei ich jetzt hier, doch, das ist der Hauptscheinwerfer. Ja. Und das auch wieder Tagfahrlicht und der ganze andere Rest, der so verbaut ist. Der ist bulliger als der C4, habe ich das Gefühl, auf jeden Fall höher. Ja, die Haube ist höher. Ja. Ich glaub, die ist mir gerade auch aufgefallen beim Fahren, dass die sehr hoch ist tatsächlich. Ich glaube, das mit dem Fußgängerschutz. Scheiß Beispiel, ne? Aber normalerweise müssen die Fußgänger halt irgendwie drüber fliegen. Oh! He needs some milk! Ich bin 1,80
Ich fliege da nirgendwo hin, außer in die Richtung. Du wirst einfach weggeschoben. Aber es wird ja wohl mal einer getestet haben. Guck dir mal die Dachreling an. Was ist das? Ja, das sieht sehr spitz aus. Das sieht sehr speziell aus, vor allem. Nicht, ich sag auch nicht, dass es schlecht ist, ne? Aber du hast es halt nie gesehen. Ja, ich halt freue mich aber auch, dass sie sich was wagen, ne? Dass sie mal was Neues machen. Heckleuchten sehen aus wie die vom C3 übrigens. C3, ich arbeite dran, dass wir uns den auch mal angucken können. Der ist schon hoch, ne? Der baut halt schon auf, vorne so wie hinten. Ich muss mal einen Schritt weggehen. Ich habe mir das Auto noch gar nicht so richtig angeguckt. Der macht halt einfach einen sehr robusten Eindruck, ne? Wo bist du? Da. Aber ich finde das gut. Auch den Diffusor hier, das ist alles Plastik. Also, wenn da irgendwie dran kommst, da passiert halt einfach nichts. Das ist halt schön angenehm. Genauso wie hier es dann weitergeht. Plastikbeplankung. Lass mal einmal die. Ich weiß, wir wollen erst gleich reingucken. Ich will einmal hinten gucken. Ich würde sagen, vergleichbar, sozusagen. Kleinwagen, Fiesta. Von der Größe? E20. Boah, das ist gerade schwer zu sagen. Das ist auch, glaube ich, ein doppelter Ladeboden, so wie ich das sehe. Ich glaube, dass du die Rückbank verschieben kannst. Gucken wir gleich nochmal. Ah, okay. Ah, ja. Was ist da, Apothekenumschau? Was hat die gemacht eigentlich? Also ich suche jetzt gerade nach dieser Sitzverstellung. Und hier sind Ösen. Hier ist auch eine, warte. Oha. Aber die muss auch, ist auch verschiebbar irgendwie. Aha, jetzt habe ich's. Ah, okay. Übrigens, wir haben vorhin gewettet, ob man den Kofferraum komplett aufmachen kann, bis ganz nach oben hin. Und ich habe die Wette gewonnen und jetzt muss mir Luis Mittagessen ausgeben. Ja, ich habe außer Acht gelassen, dass die wahrscheinlich alle genormt sind und dass das einfach nicht passiert. Ja. Und die Wette machen wir nicht zum ersten Mal, ich habe bis jetzt immer gewonnen. Daher danke für das Essen. Letztens schon mal ein Essen bezahlt, ne? Ja. Das ist ja schon. Der wirkt erstmal eine ganze Ecke größer tatsächlich. Ja, weil er tiefer ist. Ja. Natürlich hier nach oben hin weniger Platz. Deswegen würde mich tatsächlich interessieren, wie viel Liter der Kofferraum hat. Ja, okay. Ja, okay, nee, dann ist der C4 tatsächlich, was ich nicht gedacht hätte, dann ist der C4 besser, was Ladung angeht, weil guck mal. Machen wir mal, sollen wir C4 fahren? Sollen wir direkt fahren? A few moments later. Guck dir mal das Design auch außen von Lüftdüsen an. Ja. Das findest du alles wieder. Das ist nicht einfach irgendwie halt hingemacht, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Diese Mittelkonsole hier, wie du gesagt hast, die gefällt mir wirklich besser als die beim GTI. Der Bildschirm vom GTI ist, glaube ich, noch ein bisschen besser als der hier. Der ist größer. Aber so diese Bedienelemente hier und die Farben und hier die Ablagefläche. So, das ist hier eigentlich Fahrzeugeinstellung wahrscheinlich. Ist auch gut. Der ist auch schnell, ne? Ja. Der ist einfach sehr schnell. Wie gesagt, du kannst dann hier Apple CarPlay wieder anmachen. Ja. Und rein theoretisch kannst du dann hier sofort wieder über die Einstellung switchen. Das ist wieder beim. Hier ins Menü, ne? Ich habe gerade im Vorbeifahren gesehen, Rafit, dass da vorne, dass es da was zu essen gibt. Soll ich, weil ich auch ein bisschen Hunger habe, soll ich meine Wettschulden einlösen? Ja, go. Dann lass uns die Wettschulden einlösen. Okay, pass auf. Dann gehen wir jetzt irgendwas essen. Ich habe unnormal Hunger. Und dann melden wir uns gleich wieder. C3 Aircross, würde ich sagen, ne? Alles klar, dann machen wir jetzt einen kleinen Sprung. Wir sind wieder zurück. Wie bei Essen. Wie hat dir mein Essen geschmeckt? War gut. Ich habe ein bisschen zu viel gegessen. Du warst sehr großzügig. Ja. Aber war gut. Gut, wenn man nicht bezahlen muss. Aber gut, Wette verloren. Wettschulden sind Ehrenschulden, sagt man ja, ne? Dann nehmen wir unsere Sachen und gehen mal rüber. So. Immer noch krank, aber jetzt in einem anderen Auto. Im C3 Aircross. Jo, was hier auch wieder auffällt, ich weiß, es sind so Kleinigkeiten, ne? Aber mir fällt sowas immer auf. Ich habe ja gerade im C4 schon mal gesagt, guck dir mal die Lüftungsdüse an. Auch hier hast du wieder Parallelen zur Front. Das sind Elemente, die gibt es schon. Auch die sind nicht einfach nur reingeklatscht, sondern man hat sich über das Design Gedanken gemacht. Weißt du, was mich unnormal nervt? Dass die Klimaanlage die ganze Zeit läuft. Oh. Jetzt müssen wir mal gucken. AC. Das ist wahrscheinlich links die Lüftung. Ja. Guck hier. Okay. Dann kannst du hier komplett die Klimabedienung steuern. Auch hier wieder richtige Tasten. Jo. Was mir sehr gefällt. Damit kommst du dann ins Menü, ne? Was ist hier? Hier kannst du den ganzen Assistenten verstellen. Ist gut. Was habe ich jetzt gemacht? Ah ja. Muss man einmal richtig treffen, dann geht's. Kannst du mal wieder hier ins Menü. Ist echt simpel. Apple CarPlay ist hier auch mit an Bord. Was mir hier wieder sehr gefällt, ist das Lenkrad. Jo, ist wirklich gut. Schön minimalistisch. Mir gefällt. Genau, das sind aber beide. Oh. Geht weiter.
wenn ich gerade Automatik gefahren bin, jetzt Handschalter, dann ist das eine Vollkatastrophe. Der Aircross wird bei uns mit Automatik ausgeliefert, ja, richtig? Das ist richtig. Jetzt gerade nur, weil wir nicht unsere Fahrzeuge haben. Getriebe und Motor sind die aus dem C4 quasi gerade. Wir haben das jetzt anders nicht hingekriegt. Ich habe halt gesagt, wir würden euch die gerne zeigen, wir würden uns die Dinger mal angucken. Ja. Da war jetzt aber nur der Kompromiss dann eben, dass wir sagen, okay, gleiche Ausstattung, anderer Motor und andersrum. Deswegen. Aber trotzdem, also ich habe gerade schon zu dir gesagt, als wir nicht mehr gefilmt haben, dass das eins der komfortabelsten Autos ist, die ich je gefahren bin. Ich bin wirklich viele Autos in meinem Leben gefahren. Und der gehört tatsächlich zu den komfortabelsten. Und ich finde, das erwartet man gar nicht so. Ah ja, jetzt fahren sich da fast rein. Sie hat sich kurz angeschrien. So, komm, geht zur. Geht zur. Also, selbst die 110 PS hier, die reichen theoretisch. Ich weiß nicht, wie schwer der ist, aber ich glaube, besonders schwer ist der nicht. Der sieht tatsächlich wuchtiger aus, als er ist. Und da ihr ja eh 130 habt bei uns, noch besser. Mehr ist mehr. Was mir hier noch auffällt, ist die Sitze. Also auch die Materialien der Sitze, die Form. Ja, das ist Leder, ne? Klar, ist auch ein bisschen Hartplastik, aber... Das sieht ja, ist ja vernünftig gemacht, das sieht ja ordentlich aus. Ganz ehrlich, da haben die einen sehr guten Job gemacht. Also dieses Extrovertierte, wie du es genannt hast, auf die Sitze bezogen, haben die sehr gut umgesetzt. Auch das sind halt Sitze, die du sonst nicht hast, ne? Die sind halt alle immer darauf bedacht, was ja auch seine Berechtigung hat, da irgendwie ihre Sitze so auszuformen mit schönen Wangen und dann irgendwie sitze ich hier, also gerade im C4 vorhin schon und jetzt auch wieder, ich sitze hier schon verdammt gut. Ja. Ich glaube, die Leute sehen das auch, wie ruhig ich die Kamera halte, obwohl wir jetzt fast 60 km/h fahren. Ja, du merkst nichts. Halte ich die Kamera sehr ruhig, das ist bei anderen Fahrzeugen ist das nicht so leicht. Was mir noch aufgefallen ist, ich war erstmal traurig, dass das Auto keine Sitzheizung hat. Jo. Aber das stimmt gar nicht. Luis hat gesagt, schau mal rechts neben dir, da ist ein Rädchen und da kannst du die in 3 Stufen verstellen. Ja. Und da habe ich mich wieder gefreut. Ich bin echt überrascht, wie angenehm ruhig das Auto fährt. Das ist heftig. Ehrlich. Ja. Wirklich. Muss man ihm echt lassen. Das ist schon gut. So, willst du vielleicht ein Fazit machen zu den beiden Fahrzeugen? Wir haben jetzt schon sehr, sehr viel gearbeitet. Wir haben schon sehr, sehr viel gequatscht, ne? Ja. Also ich wiederhole mich. Sehr, sehr extrovertiertes Design. Was, wenn man sich das wirklich mal genauer anguckt, Hand und Fuß hat, das ist eine ganz, ganz runde Sache. Was die Dinge ausmacht, ist halt einfach der Komfort. Automatik top. Also Getriebe läuft. Ganz ehrlich, mein Tipp ist, lasst euch drauf ein. Ja. Das ist mein Tipp. Weil nochmal 12 Monate, du hast vorhin gesagt, 12 Monate. Und wenn ihr da sagt, das war irgendwie nix, dann gut, dann nimmt ihr nächstes Mal halt was anderes. Und wenn ihr sagt, gefällt mir, seid ihr froh, dass ihr es genommen habt. Kann ich so unterschreiben. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bei Fragen, Anregungen gerne in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.